Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Purish Mystery Box, die es jetzt im August ab morgen zu kaufen geben wird. Habe ich hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in die Box reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Bevor wir jetzt die Box aufreißen und die Produkte reinziehen und gucken, was hier drin ist, alles ist natürlich in der Infobox verlinkt, ein paar Fakten vorab. Die Box wird es geben ab Montag, dem 15. August, also quasi ab morgen, 13 Uhr. Und könnt ihr mit meinem Rabattcode CLAUDISWELT15 für 20% weniger bekommen, also quasi 20% Rabatt. Das ist ein Affiliate-Rabattcode, das heißt, ich verdiene daran eine kleine Provision. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Ich habe eben nur hier so ein bisschen die Klebis aufgeschnitten, mehr habe ich nicht gemacht. Und ich habe eine Mail bekommen, denn ich drehe dieses Video natürlich ein bisschen vor, weil ich jetzt am Wochenende ja auf der Glow bin und da muss ich ein bisschen was vormachen hier. Ich muss was vormachen, ihr wisst Bescheid. Wir lesen uns jetzt einmal durch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken der Box gedacht haben. Die Edition soll heißen Festival Soul, also es geht quasi um die Festivalsaison, finde ich sehr interessant. Die Festivalsaison ist in vollem Gange und du suchst noch nach der richtigen Inspiration. Mit der Festival Souls Mystery Box kannst du elektrisierende Festival- sowie Sommer-Make-up-Looks im Handumdrehen kreieren. Setze deiner Kreativität keine Grenzen und zelebriere diese unvergessliche Zeit mit den in der Festival Souls Mystery Box enthaltenen schrillen Farben und unendlich viel Glitzer, denn Shine is our favorite color. Wow, ob da irgendwie... Ja, nee. Dennis und Myricks Chrome Flakes waren letztes Mal mit drin. Die haben wir jetzt hier wahrscheinlich nicht mit drin. Die Anzahl der Boxen ist limitiert und das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die sind halt immer recht schnell ausverkauft, weil sehr beliebt, Leute, ne? Ist klar. Es lohnt sich, schnell zu sein. Da es sich bei der Box um eine Mystery Box handelt, können einzelne Produkte in den Boxen für jede Bestellung variieren. Das ist aber Gott sei Dank nicht mehr so super extrem. Also du hast dann vielleicht mal eine Farbvariation oder ne, so eine Mini-Variation. Ab Montag 13 Uhr ist die ganze Geschichte aktiv. Das heißt, den Link packe ich euch schon mal in die Infobox, werde den Montag halt nochmal aktualisieren. Ich lade halt immer meine Videos um 11 hoch. Deswegen habe ich jetzt gefragt, kann ich das vielleicht schon am Sonntag um 11 hochladen? Nee, wobei. Warte mal. Da fällt mir gerade ein, ich lade meine Videos ja immer um 11 Uhr hoch. Nee, dieses Video kommt dann ja offensichtlich, ihr seht es ja schon, am Montag online, das heißt ab heute um 13 Uhr, also in 2 Stunden, Leute, stellt euch einen Timer, wow, wird es dann die Mystery Box geben oder mache ich das doch am Sonntag? Ihr werdet sehen, ihr seht ja, wann das Video jetzt online ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ich darf nämlich ab Sonntag. Aber gut, ja. Also ab Montag 13 Uhr geht die Party ab. Ihr habt 2 verschiedene Varianten, die ihr wählen könnt. Ich habe hier die Big-Variante, die kostet 99,90 Euro, abzüglich 20%, also ungefähr 20 Euro weniger. Hat einen Warenwert von über 170 Euro. Und dann gibt es noch die Mystery Box Small. Die hat einen Preis von 49,90 Euro und da könnt ihr quasi 10 Euro drauf sparen und hat einen Warenwert von über 80 Euro. Also im Prinzip bekommt ihr immer das Doppelte an Warenwert. Ne? Wir haben ja halt auch nicht so dieses, ich fege einfach mal durchs Lager und gucke, welche alten Produkte noch rumliegen, sondern wir haben ja auch echt neue Produkte mit drin enthalten. Denn hier ist auch noch markiert, was ich euch mit auf den Weg geben darf, dass wir jetzt hier in der Big Box auch eine BH Cosmetics Palette drin haben werden. Denn BH Cosmetics Geilomat kommt zu Purish. Hä? Ich habe jetzt gerade so 5 Fragezeichen auf meinem... Sieht man das? Ich sehe es. Ich sehe es. BH Cosmetics, ich dachte, die sagen Ciao-Kakao. Nee, kriegt ihr jetzt bei Purish. Das ist interessant, ne? Das ist wirklich interessant, Leute. Das ist wirklich interessant. Ja, ne? Ziehen wir uns das mal rein. Also, wird jetzt Purish BH Cosmetics retten? Ich liebe BH Cosmetics. Gerade die Lidschattenpaletten haben so eine geile Quali, Leute. Jutika Frutti, viel Spaß und liebe Grüße. Ja, dann trinke ich mir einen Schluck und dann geht die Party jetzt ab. Ich weiß echt nicht, ob ich die am Sonntag oder am Montag dann... Wir sehen es, Leute, wir sehen es. Ich mache euch auf jeden Fall am Montag auch um 13 Uhr einen Insta-Post, aber wir gucken einfach mal. So, aufgemacht. Shine is my favorite color. Genau, das hatten wir ja eben schon, ne?
Und das ist eine süße Karte, da sind auch liebe Grüße drauf. Dann haben wir hier Sticker mit dabei, das haben wir immer bei der Mystery Box. Was sind das denn für Sticker? Take more chances, dance more dances. Ist auch süß. Dann Make-up is Art, auf jeden Fall. Also Make-up ist Kunst. Ne? Ich bin auch heute ein bisschen bunt geschminkt. Das ist so der Look, den ich gerne auch auf der Glow tragen möchte. Extra Sparkly. Ja, sowas klebe ich euch dann auch immer mit auf die Karten, wenn ich euch Verlosungskarten mache. Habe ich das schon gesagt? In diesem Video gibt es eine Verlosung. Ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket wird es zu gewinnen geben. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal dort vorbei. Solltest halt Abonnent meines Kanals sein, das bist du entweder schon, weil du das sowieso cool findest, was ich hier so treibe, oder du holst es jetzt nach, kannst du hier unten einfach mal machen. So schaut das dann aus, wenn man die Box öffnet. Und da sind ein paar Produkte. So, ich starte hier mal mit dem ersten. Das ist von Hau Cosmetics, finde ich gut. Habe ich gerade das leer gemacht. Indigo Child Setting Skin Perfector. Richtig gut. Richtig gut, Leute. Das ist so ein schönes Produkt. Freut mich. Hat einen tollen Duft. Also es ist ein beduftetes Produkt, ne? Hat einen tollen Duft. Hat so Glitzergeschichten mit drin. Ist sehr hochwertig. Auch halt echt hochpreisig. Weil es sind 50 Milliliter und du zahlst dafür 27 Euro? Das ist schon hochpreisig, ne? Ja, aber es ist hübsch. So, habe ich damals auch von Hau Cosmetics mal zugeschickt bekommen, weil ich auch eine Kooperation ganz am Anfang mit denen hatte, als die neu auf den Markt gekommen sind. Richtig cool. Mag ich gerne leiden. Und du hast halt nicht so Glitzergedünsten im Gesicht, sondern du hast einen schönen juicy Shine. Also mache ich mir jetzt nicht noch drüber, denn ich habe eben schon zwei Setting Sprays verwendet. Reicht. Ist unfassbar gut. Das riecht richtig gut. Das ist sehr, sehr schön. Das lässt das Make-up schön verschmelzen. Und oh mein Gott, macht sich das schön, wenn das irgendwo steht oder ist, wie es ist. Aber es ist halt wirklich sehr hochpreisig. Deswegen freue ich mich wirklich, dass es hier mit in der Box drin ist. Und natürlich alle Produkte, die ich jetzt hier rausfische, ne, kann ich ja in meinen Full-Face-Beauty-Boxen packen. Das ist ein Schminki, was ich einmal im Monat mache. Und ja, genau, da zeige ich einfach die Produkte, die an dekorativer Kosmetik so eingezogen sind bei mir in dem Monat und schaue, wie die so sind. Gut, Spoiler, bei dem weiß ich halt, ist geil. Okay, dann schaue ich mal weiter. Lidl Cosmetics, auch das ist eine Marke, da bekommt ihr aktuell mit Claudies Welt 15-20% Rabatt drauf, ne? Plush Lip Cream in der Farbe Haze. Da muss ich mal schauen. Also ich habe ja den Lippy in der Farbe Sand Nudes. Oh, sowas ist das. Okay, da muss ich gucken, wie die Konsistenz ist. Sehr dunkel, aber sehr, sehr schöne Farbe. Sehr schön. Das ist ja nicht richtig Rost. Das ist ja schon ziegelmäßig dunkel. Geil. Schön. Schöne Verpackung. Und ja, Lidl Cosmetics ist auch neu bei Purish. Also die holen ja immer mehr Marken bei sich rein, die einfach so aufregend sind, ne? Klar hast du auch die Klassiker, Catrice und so mit dabei, aber auch so aufregende Marken. So, dann habe ich hier von Mesauda Big and Thick Lashes, eine Mascara. Oh, ich bin jetzt ja, weil mein Wimpernserum kann ich jetzt ja aktuell nicht verwenden, weil wegen schwanger, immer noch auf der Suche nach einem richtig guten. Jetzt gerade habe ich hier von Catrice die Mascara drauf, Max It Volume Rampampam Waterproof, ne? Weil warm und so. Mal austesten und hier habe ich jetzt von Mesauda eine. Ich wusste gar nicht, dass Mesauda dort ist. Der Wahnsinn. Die wird natürlich auch im Fullface Beauty Boxen ausgetestet, ne? Finde ich großartig. Oh. Mhm. Ein wirklich großes Gummibürstchen, was sehr dick ist, eine ganz aufregende andere Form hat. Ihr seht das, ne? Das ist so gebogen, aber irgendwie halt auch geschwungen und gedreht. Interessant. Riecht ein bisschen nach Zoo und Gummi. Autoreifen im Zoo. Quasi. Ja, wird ausprobiert. Auch interessant. Du kannst meistens halt mit den Produkten, die in diesen Mystery-Boxen drin sind, so richtig ein komplettes Full-Face halt schminken. Ne? Dann haben wir von BBCO Gel Brows Brow Styling Gel. Ich glaube, da geht... Ja, Westbarn Co., genau. Da gilt auch gerade Claudies Welt 15 drauf für 20% Rabatt. Brow Styling Gel. Ist das sowas wie von Anastasia Beverly Hills, dieses Brow Freeze? Da komme ich damit leider nicht so wirklich zurecht. Da bin ich nämlich zu blöd für.
Ich komme mit vielen zurecht, wirklich, ne? Aber Augenbrauen, Pomaden oder so. So Pöttchensachen sind immer schwierig bei mir, weil ich da echt zu blöd für bin. Oder zu faul manchmal auch. Ne? Man hat ja auch so seine Routine, die man sich dann irgendwann angewöhnt hat, was ja auch vollkommen legitim ist. Oh, okay. Das ist auf jeden Fall, ja. Mhm. Ich meine nämlich, dass Kati Kontra-Junkie, ne? Dass sie das letztens auch irgendwie in PR bekommen hatte und das gezeigt hatte. Habe ich euch gerade falsch schon gezeigt, ne? Kriegen wir hin. Dann gehst du halt mit dem Spoolie rein. Komm, aber das probieren wir aus. Wir probieren es aus. Mal gucken, ob das was wird mit uns beiden Hübschen. Ich meine, dass sie das gezeigt hatte. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Aber na, werden wir uns mal reinziehen. Ich finde es gut, dass es transparent ist, weil ja, Purish möchte halt bei seinen, bei seinen Mystery-Boxen darauf achten, dass wir halt nicht so allzu sehr diese Shade-Geschichte bekommen. Also, dass ich jetzt einen viel zu dunklen Bronzer zum Beispiel hier drin finden würde oder so. Genau, dass man da halt irgendwie inklusiver ist. Ja. Und dann kannst du halt mit so klaren Geschichten echt gut arbeiten. So, ja, und so Lippenstift ist ja halt Geschmackssache. Das kann man nicht anders sagen. Ich buddel ein bisschen weiter. Also, ich habe jetzt noch nicht mal ein Drittel der Box hier, ne? Oh, den habe ich schon. Das heißt, der wird dann demnächst mal verlost werden von Nabla, den Cupid's Arrow. So cool. In der Farbe Arrow Pop Mint. Der ist so schön. Den hast, also hier sind wahrscheinlich dann unterschiedliche Farben in diesen Boxen drin, ne? Kann man so schön auf die untere Wasserlinie machen und dann so nach unten hin auch ausblenden und dann sich so ein Mini-Wing noch mitziehen. Ah, das ist so schön, Leute. Damit peppt ihr jeden Look mit auf. Und Mint ist einfach so eine tolle Farbe. Oh, und die Popviecher, die halten. Ich hatte diesen Dragon Fruit Pop, ne? Diesen Drachenfruchtfarbenen, mir oben auf die Wasserlinie gemacht. Ich hatte wirklich tagelang, ungelogen jetzt, ein Stain. Also der hat so krass gehalten. Der hat sich festgehalten bis zum geht nicht mehr. Und ja, mega, mega. Packe ich meinen in Mint halt in meine Fullface-Geschichte mit rein. Warum nicht, ne? So. Oh ja, Physicians Formula bekommt ihr auch bei Purish. Und auch da 20% Rabatt. Ich glaube, auf alle Marken, die hier drin sind. Ist Hau auch diesmal mit dabei? Habe ich gerade nicht so im Kopf drin, ne? Habe ich euch auch sicherlich irgendwie eben eingeblendet. Den Butter Bronzer haben wir hier nämlich mit drin. Moromoro Butter Bronzer in der Farbe Light Bronzer. Habe ich tatsächlich noch in der alten Verpackungsversion. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den dann behalte. Ich glaube eher weniger, weil das ist ja, glaube ich, die gleiche Farbe, ne? Ich mag den sehr, sehr gerne. Den habe ich schon richtig, richtig lange und da habe ich auch schon viel drin rumgerödelt. Ich den nicht hin? Ja, ich habe meine Sammlung neu gemacht, Leute. Oh, ich muss euch da unbedingt... Ja, ich nehme euch da auch mit, ne? Das Ding ist halt, dass ich dann so Sammlung abfilme und so. Das ist dann eher für, wenn ich mit Baby gerade auf einer Krankenstation liege oder so, ne? Dass ich dann solche Videos halt habe, die ich euch geben kann. Kann ich nämlich super vorproduzieren. Da. Genau, das ist nämlich meiner. Den habe ich vor Jahren gekauft. Das ist einer der ältesten Bronzer, die ich halt habe. So schön. Mag ich. Die riecht immer noch gut. Ja, und das ist halt die neue Verpackung, ne? Schon wieder Telefon hier. Was ist das denn? Hallo? Es sind immer diese Anrufe. Ich habe das eben in einem anderen Video auch schon erzählt. Seitdem ich mein Auto bei mobile.de verkauft habe und dort meine Handynummer dann ja auch veröffentlicht habe, bekomme ich ganz merkwürdige Anrufe. Ganz schlimm, wie viele Nummern ich jetzt in letzter Zeit schon blockiert habe. Entweder die anpingeln und dann direkt auflegen oder diese Your German Passport blablabla gedönsen. Ne? Oh, ich hasse es. Ja. Haben wir uns mal aufgeregt hier. Genau, so, dann nehme ich einfach nämlich meinen Bronzer mit ins Fullface mit rein, warum nicht? So, dulle, weiter geht die Bildreise. Oh, Fra, ein Highlighter. Rodeo Drive, auch den habe ich in der Mini-Version, aber ich habe ihn halt, ne? Sehr intensiv, sehr schön und da scheint die alte Verpackung zu sein. Wie cool ist das denn? Weil mittlerweile sind die ja eckig, ne? Aber sehr, sehr, sehr guter Bronzer. Also da werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Farben drin sein in der Box. Ich habe jetzt hier Rodeo Drive. Für mich ist eine Nuance heller als Rodeo Drive perfekt, weil Rodeo Drive kann ich halt im Sommer schön tragen, aber jetzt im Winter nicht unbedingt, ne? Jetzt im Winter vor allem. Wie viel Grad sind es draußen? 31 läuft.
Okay, hier haben wir jetzt die BH Cosmetics Palette, die angeteasert worden ist. Hawaii. Okay, das ist eine City Palette, 16 Color Shadow Palette, Hanging in Hawaii. Das ist, glaube ich, eine neue Auflage von der Palette gewesen, ne? Das ist eine tragbare Palette. Guck mal, das sind Nude-Töne, so richtig schöne, neutrale Töne. Damit kannst du dich schön schminken. Super geeignet für Anfänger, weil die Qualität von BH Cosmetics ist halt wirklich gut. Du gehst mit dem Pinsel rein, du kriegst Pigment auf dein Auge und hast jetzt nicht Fallout des Todes, ne? Das ist halt die Sache. Und mit den Tönen kannst du schöne Looks mitschminken. Du hast hier alles mit dabei, was man halt so für einen, ja, einen Alltagslook braucht, aber auch für einen schönen Ich-geh-mal-weg-Look braucht, ne? Ich bin halt eher ein Fan von super kunterbunt, ihr wisst das. Das heißt, die werde ich dann wahrscheinlich eher verlosen. Ja. Ich hätte mir eine andere lieber gewünscht. Aber ich habe viele BH Cosmetics Paletten. Die ich halt total feiere, sind ja die Limited Editions, hier diese Santa Baby Gedönsen. Habe ich von letztem und vorletztem Jahr. Richtig cool. Ja, aber das ist die Palette, die hier mit drin ist. Und wir haben auch immer eine Lidschattenpalette mit am Start. Und dann habe ich, glaube ich, schon das letzte Produkt. Ist das denn so? Genau, denn wir haben... Nein! Schachmatt. Wir haben, glaube ich, immer ein Skincare-Produkt mit drin. Und das ist jetzt hier von Acne Me. Das ist ja auch eine relativ gehypte Marke. Cit Control SPF 50 Dry Touch Treatment for Acne Prone Skin. Ja, 40 Milliliter, also quasi ein Lichtschutzfaktor, oder? 3-in-1 Treatment. Provides broad spectrum UVA, UVB Protection with highly effective UV Filters. Helps prevent future breakouts, also auch dann richtig präventiv gegen zukünftige Pickelgeschichten. Mattifying Action, also dass du auch einen mattierten Ton bekommst. Kannst du morgens verwenden. Morgens ist angekreuzt. Ja. Darf ich aktuell nicht verwenden, weil Salicylsäure drin ist. Niacinamide sind aber mit drin. Das ist ja auch immer so entzündungshemmend und so. Mag ich auch richtig gerne. Ne? Auf jeden Fall eine Sache, die ich mir zur Seite legen werde und so in einem Jahr verwenden kann, wenn ich dann halt fertig bin mit Schwangersein und in der Stillzeit darf ich das, glaube ich, nehmen, ne? Ja. So, das hier war jetzt die Box. 99,90 Euro, beziehungsweise dann ja abzüglich 20 Euro, also 80 Euro wird sie kosten. Lohnt sich schon. Ich persönlich hätte es geiler gefunden, wenn eine andere Lidschattenpalette drin gewesen wäre. Bin ich wirklich ehrlich. Wir hatten sonst ja auch immer, wir sind verwöhnt, oder? Wir hatten sonst immer so eine ultra krasse Lidschattenpalette dann mit drin, die auch gerade kurz vorher erst gelauncht worden ist und so weiter und wo alle gesagt haben, wie geil und so, ne? Und ja, diesmal eine gute Qualität. Gar keine Frage, aber eine BH Cosmetics Lidschattenpalette ist keine Nabla Lidschattenpalette. Jammer, Claudi, ne? Ja. Ist sie das. Trotzdem, ich feiere es, dass wir hier Hau Cosmetics drin haben. Ich feiere es, dass wir Lethal Cosmetics drin haben. Das wäre geil gewesen, wenn wir die Lethal Palette drin gehabt hätten, ne? Ein Ofra Highlighter haben wir dabei, Physicians Formula haben wir dabei, Nabla haben wir dabei. Also schon gut gefüllt. Du kannst hier ein schönes Fullface mit zaubern. Klar, manche Tone-Produkte müsstest du dann natürlich anhand deines Tones ergänzen. Aber es ist ein schöner Rundumschlag. Jo. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde die Box schön, aber... Bin verwöhnt. Kann man nicht anders sagen. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und der Mystery Box von Purish, die jetzt gar nicht mehr so mysteriös ist. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!